Hallo, liebe Hundefreunde. Eigentlich wollten wir das Wochenende in Oberhof verbringen und ein intensives Trainingswochenende machen. Aber leider sind viele aus unserer Familie ein bisschen kränkeln und sind nicht so fit. Und deswegen machen wir mal so ein kleines theoretisches Video, weil wir ganz viele Anfragen haben, die gefragt haben, wie man so im Alltag sein Training unterbringen kann. Und wir geben euch jetzt so kleine Tipps, wie man mit Arbeit, Kindern, Hunden und Kegel ein bisschen fit bleiben kann. Generell kann man sagen, ihr könntet, wenn ihr es schafft, ungefähr so 4 Trainingseinheiten, also Laufeinheiten machen in der Woche. Einmal wäre es gut ein längerer Grundlagenlauf. Da lauft ihr so um die 40 Minuten bis anderthalb Stunden in einem Grundlagenbereich. Das heißt, der Puls ist relativ niedrig. Ihr solltet euch nicht sehr anstrengen, also nicht sehr schnaufen von der Atmung. Oder mit Pulsmesser könntet ihr auch laufen. Da könnt ihr, wenn ihr schafft, wenn ihr auch so einen tollen Hund habt wie wir, könntet ihr den Hund frei mitnehmen. So machen wir das immer. Und dann könntet ihr einmal die Woche einen Tempolauf machen, also ein bisschen schnelleren Lauf. Der könnte dann so bis 40 Minuten gehen. Und in diesem Lauf baut ihr auch Intervalle ein. Das heißt Steigerungsläufe, da lauft ihr mal ungefähr 500 Meter oder 600 Meter etwas schneller, ein bisschen höheren Puls, verlangsamt das wieder und so könnt ihr dann in diesem Lauf 2 bis 3 Steigerungsläufer reinbauen und somit habt ihr ein bisschen so einen Wettkampfcharakter mit reingebaut, dass ihr dann, wenn ihr im Wettkampf seid, nicht so überrascht seid und der Körper denkt, oh je, mein Gott, was will die jetzt von mir? Dann ist es so, dass wenn ihr es schafft, könntet ihr auch ein bis zweimal den Hund im Carnicross anleihen und mitnehmen. Also im Carnicross laufen. Und das sollte jetzt auch noch nicht zu lang sein. Dann würde ich sagen, so 2 bis 3 Kilometer, das reicht vollkommen aus. Und in dieser Zeit solltet ihr euch möglichst ausbelasten. Das heißt, dass ihr gut mitarbeitet, dass der Hund auch merkt, dass ihr fit seid und ihn auch versucht dann zu entlasten, dass er das spürt. Generell kann man noch seinen Körper stabilisieren. Das machen wir jetzt immer zwischendurch auch mit den Kindern zusammen oder beim Aufräumen von den Kinderzimmern, dass man mal eine tiefe Kniebeuge macht, um die Hüfte zu stabilisieren oder mal ein paar Liegestützen. Und ja, so könnt ihr versuchen, euch ein bisschen immer fit zu halten. So, hallo zusammen. Wir wollten nochmal auf dieses Thema tiefe Kniebeuge eingehen, beziehungsweise das Thema tiefe Hocke. Die Übung haben wir von meinem Bruder, von Hummel Coaching. Könnt ihr euch mal angucken, der macht auch Workshops, verletzungsfreies Laufen. Einige von den Carnicrossern, die wir kennen, waren auch schon bei ihm. Macht Workshops zur Mobilität und so weiter. Kostet nicht viel, könnt ihr euch mal angucken, kann jeder was lernen. Die eine Übung machen wir euch jetzt mal vor. Die tiefe Hocke ist eigentlich auch ein Zeugnis dafür, wie mobil ihr in eurem Hüftbeckenbereich seid und inwieweit die Zuspieler miteinander harmonieren und wie ausbalanciert ihr seid. Die Vio macht jetzt mal die Hocke von der Seite, könnt ihr es euch angucken, und von vorne vor, und ich erkläre euch dazu was. Also, Hintern ganz runter, Knie bleiben stabil in einer Linie, Füße stehen fußbreit. Kurz ausharren, gucken, ob das geht, ausdehnen und hoch. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal von vorne an. Knie bleiben in einer Linie, Füße stehen parallel in Schulterbreite. Volle Bewegung, alle Zuspieler werden mobilisiert. Das ist wirklich eine Königin aller Übungen, Kraftübungen, die Kniebeugen. Wenn ihr die nur halb macht, belastet das extrem eure Knie. Deshalb, ihr müsst ganz runter, ihr müsst eine fließende Bewegung machen. Wie gesagt, mein Bruder macht Workshops zu diesem Thema. Wir nehmen viel von diesen Workshops in unsere Workshops mit rein, in die Carnicross Workshops. Und was wir auch geplant haben, ist ein gemeinsamen Film zum Thema Fitness im Carnicross und eventuell sogar ein E-Book zu diesem Thema. Aber das kriegt ihr dann mit
Und ja, wir werden jetzt versuchen, immer 1-2 Übungen vorzumachen, einzustellen, dass ihr euch die angucken könnt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne fragen. Ich gucke hier in die Sonne, ich sehe kaum was. Dann versuchen wir euch das zu erklären oder irgendwie zu dokumentieren. Und macht die Kniebeugen barfuß. Ihr habt es gehört, barfuß, das bringt noch ein bisschen mehr Gefühl, mehr Kontakt zum Boden. Und weil eure Fersen dann nicht erhöht sind, weil die meisten Sportschuhe oder Laufschuhe, die ihr lauft, ist nochmal ein anderes Thema, sind ja hinten erhöht, das nennt man Fersensprengung und da mogelt ihr euch was vor. Also barfuß zu Hause, baut es in euren Alltag ein oder in die Woche. Wenn ihr das 2-3 Mal die Woche macht, 3x10, 3x12, habt ihr schon ganz, ganz viel gemacht und entwickelt euch wirklich weiter. Viel Spaß beim Training, macht's gut! Ja.